Willkommen zu meinem neuesten Video und wie ihr sehen könnt, ist es mal wieder soweit. Es ist Hammer Time und zwar Volume Numero und 5. Ja, nachdem wir das letzte Mal Hände voller Blut durch hatten, waren meine Hände nicht voller Blut. Vielleicht Blut in den Augen, aber nee, ganz ehrlich, wie gesagt, die Review habt ihr ja schon gesehen. Meine Hände voller Blut ist ja jetzt auf den Stapel gelandet zu den Filmen, die wegkommen. So, und als nächstes habe ich ja euch gesagt, fangen wir mit der Komtesse des Grauens oder Comtesse des Grauens. Anscheinend wird es Comtesse des Grauens genannt, nicht Comtesse, wahrscheinlich Comtesse, weil im Englischen ist der Originaltitel Comtesse Dracula und Comtesse oder Comtesse heißt so viel wie Gräfin oder die Gräfin, Comtesse, die Gräfin. Und sozusagen heißt es die Gräfin des Grauens, ist glaube ich französisch oder so. Ich habe mich jetzt nicht ganz genau erkundet. Aber gut, um was geht es eigentlich in dem Film? In dem Film eigentlich ist es sozusagen der erste Hammer-Film, der eigentlich so nach wahren, ungefähr nach wahren Legenden beruht, wo es eine Blutgräfin gab aus Ungarn, die halt viele junge Mädchen, Jungfrauen sozusagen sogar abgeschlachtet hat und nach diesen Art Unterlagen kann es eine Totenanzahl von, was steht denn drauf, 36 bis zu 650 Toten gegeben haben. Und das ist schon eine Mordsanzahl und eigentlich schon ein guter Stoff für einen Horrorfilm, müsste man denken, ne? Gut, worum geht es jetzt eigentlich in dem Film? Also in dem Film, man sieht am Anfang natürlich die Gräfin auf dem Friedhof mit den ganzen anderen, sagen wir mal jetzt Hugos einfach, und ist gerade die Beerdigung von ihrem Mann, dem Grafen, der gerade verstorben, der verstorben ist. Und da kommt halt dann der Titel und so, dann Testamentsverkündung und da ist halt dann noch so ein junger, so eine Art, ein Sohn eines früheren ja, Soldatenkameraden sozusagen, der halt auch anscheinend was erbt, ne? Und sie findet ihn anscheinend ganz schön ansprechend. Nun gut, das ist eine andere Story. Die Gräfin ist natürlich schon alt, die ist schon um die 50, 60, keine Ahnung, wie alt die da in dem Film ist. Jedenfalls kommt wieder Zufall zu will. Sie will ein Bad nehmen und dadurch tut sie ihre Angestellte, ihre Dienerin ganz schön penetrieren sozusagen. Und da passiert dann auch so ein Schnitt bei der Angestellten. Sie geht halt auch Blut ab und dann merkt sie, dass sie durch das Blut jünger wird. Ne? Und dann kommt es halt zum einen zum anderen. Deswegen heißt es im Originalen Comtesse Dracula, wegen dem Blut, dass sie dann jünger wird. Und so werden halt dann immer wieder manche Mädchen abgeschnetzelt. Ja. Darum geht es eigentlich in dem Film. Mehr ist das nun auch wieder nicht. Leider, ich habe mir echt viel mehr gehofft, dann irgendwie, wie ich erst das hier durchgelesen habe. Und dann der Anfang kam ich so, könnte doch interessant werden. Ja, das einzige Interessante ist vielleicht, wenn dann diese jüngere Gräfin da manchmal so halbnackt da durchläuft. Das ist das einzige bisschen irgendwie, aber auch nicht gerade so perfekt. Wobei die Darstellung gar nicht mal so schlecht damals aussah. Gut, jetzt nicht mehr. Es ist, der Film ist von 71, ne? Ja, Comtesse des Grauens, was soll ich zu dem Film sagen, er hat mich dann irgendwann nach einer Zeit, wurde er mir dann schon langsam langweilig, aber wirklich war, es passierte nicht viel, es gab auch nicht so besondere Mordszenen irgendwie, der Film ist ab 16, aber wenn man schon andere Filme bedenkt, er ist, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, also vielleicht unter Liebhaber von den Hammer-Filmen oder die den Film schon kannten, ist es eine wunderschöne Perle. Für mich ist es irgendwie nicht. Ich habe wieder gemerkt, die Art aus den 70ern, die Filme, vielleicht kommt auch ein 70er-Film, natürlich auch ein paar Dracula-Filme, die mich mehr ansprechen, aber diese Filme sind irgendwie nicht so meins. Ihr merkt schon, meine Laune geht schon langsam runter und es ist wirklich so. Es gab nette Momente, die Story war durchgängig, denkgängig. Konnte man sie eigentlich gut geben, aber besondere Merkmale hatte der Film jetzt nicht. Außer vielleicht die Darstellerin, die jüngere, also die jüngere Comtesse verkörpert. Okay, sie war immer dieselbe Darstellerin, die hatte übelst Make-up immer als alte Frau auf. Aber das war vielleicht der einzige Hingucker sozusagen in diesem Film. Ansonsten war es nichts würdig. Er war sogar für mich ein wenig schlechter als Hände voller Blut, deswegen bekommt Comtesse oder Comtesse, also ich glaube, man spricht es Comtesse des Grauens aus, bekommt von mir 5 bis 5,5 von 10 Punkte. Mehr auch nicht, weil
ja, Mittelmaß und kann man sich einmal geben. Ja, und ihr wisst schon, wo der hinlandet. Dieser Film landet auf den Stapel zum Verkaufen. Und ihr seht schon, der Stapel zum kommt aus der Sammlung. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht sehen. Ist jetzt schon mehr geworden als der Stapel. Der bleibt so. Und jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ich habe gesehen, dass ein bestimmter Titel als nächstes dran ist. Wir machen mal das schon weiter runter. Ihr seht schon, ne? Das geht schon immer weiter bergab, der Stapel. Und wir können das jetzt schon so her machen. Es wird schon winziger. So, der nächste Titel ist, sieht interessant aus vom Cover, hört sich interessant an, auch anscheinend mit Zombies. Der Film ist von 66. Vielleicht ist er ja interessanter. Man weiß es nicht. Es ist Nächte des Grauens wird als nächstes dann gesichtet. Aber das seht ihr dann in Hammer Time Volume 6. Und ich hoffe, euch hat diese Review von Contest des Grauens gefallen. Und gebt doch einfach mal Bescheid, ob ihr vielleicht die Filme kanntet, die ich jetzt euch schon vorgestellt habe, oder ob ihr euch die vielleicht interessiert. Klassiker, Horrorklassiker sind immer mal wieder gern zum Anschauen. Ich finde, die machen echt Spaß in der Nacht anzuschauen. Und ja, gebt mir doch mal eure Meinung ab und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Hammer Time. Mal haut rein, Leute. Bis dann.